ago before humanity came into existence. Nigoro presents descending onto this place. She came from the sky, won unto this world. Trapped alone, she cries. Let me return home to heaven. It is where I belong. Children, please help me. Children, send me back home. Children, for this reason you were born. That is the day that humanity was born. And when they angered her, they were destroyed. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Ich habe zu langsam geredet. Damit. Hi, hallo und herzlich willkommen zu La Mulana. Ein wunderschönes Spiel. Ich wollte es lange Zeit spielen und deswegen machen wir das jetzt auch. Was ist La Mulana? Finally, I reach La Mulana. The adventure starts here. Ihr seht schon, leichte Anspielung auf Indiana Jones. Wir haben eine Peitsche und ein bisschen Geld. Und geht direkt mal hier rein. Willkommen. Sie sind Professor Lemesa. Bin ich? Stimmt das? Ich denke, ich weiß, was du suchst. Ich weiß, du suchst La Mulana, richtig? Die Ruinen können erreicht werden im Außenbereich dieses Dorfes. Ihr Vater ist dorthin gegangen, um sie zu untersuchen. Aber er ist nie wieder zurückgekehrt bis heute. Ich habe keine Ahnung, wonach er gesucht hat. Aber seit uralten Zeiten berichten Leute gerüchteweise über geheime Schätze da unten. Verdammt. Selbst der Ursprung des Lebens an sich könnte in diesen Ruinen verborgen sein. Generation nach Generation haben wir La Mulana beschützt. Selbst wenn ich nicht genau weiß, was die Geheimnisse sind, werde ich sie nicht daran hindern, die Ruinen zu betreten. Aber aber ich erinnere sie an die Mysterien von La Mulana. Sie sind nicht unsolved. Sind unentdeckt, weil die, die hineingehen, nicht wieder herauskommen. Egal ob lebend oder tot. Wer weiß, was ihnen passiert ist. Jedenfalls, ich werde meinen Leuten sagen, sie sollen den Eingang öffnen. Nimm sie ein Gewicht mit. By the way, nebenbei,
Das ist ein ziemlich schickes Laptop. Und es ist nur, es ist wie gemacht für archäologische Expeditionen. Das ist wirklich beeindruckend. So dünn und leicht. Und natürlich, es sieht aus, sieht es aus, als wäre es in Japan gemacht worden, weil es ein japanisches Spiel ist. Ich hörte, sie machen dort auch sehr gute Spiele. Oh. Und eine letzte Sache. Anders als ihr Vater sehen sie aus, als könnten sie eine helfende Hand gebrauchen. Nehmen sie diese Software. Ich habe sie selbst entwickelt. Es kann nur einkommende E-Mails von mir empfangen. Toll, ein Programm, mit dem ich nur E-Mails von nur dieser einen Person bekommen kann. Ist ja praktisch, Mann. Sie können nicht antworten, aber ich werde Ihnen alle Arten von Tipps zukommen lassen. Lassen Sie mich Ihren Laptop sehen. Here we go! Es ist installiert, aber vergessen Sie nicht, es zu aktivieren auf dem Software-Screen. Und stellen Sie sicher, dass Sie alle meine E-Mails lesen. Wenn ich Ihnen eine E-Mail sende, dass Sie zurück zum Dorf kommen soll, gut, dann solltest du am besten zurückkommen. Verstanden? Okay. Sie sind nun bereit. Hinfort mit Ihnen. Okay, wie rufe ich die jetzt auf? Das ist der Pause-Screen. Da oben. You can trust the software for anything related to messages from me. Function only receives email from me. Details. This is the latest version of Cellpad Mailer. There are no plans for a version update. There is no help page. Help and troubleshooting requests will only be supported. Will not be supported. Thank you for using. Okay. Und hier sehen wir auch, wenn ich das rausnehme, habe ich keinen Speicherverbrauch. Wenn ich das Ding benutze, verbrauche ich 100 von 1000 Megabyte an Arbeitsspeicher. Schön. So. Dann machen wir uns direkt auf. Dann... Alleine das Vorlesen hat ja schon... Meine Güte, was will er? Dear Professor, it's me. I decided I should give you this email thingy a try. I bet you're still wandering around the village. It's a warm up before you're going into the ruins. Why don't you try to get hold of the Shellhorn? It is inside a treasure chests at the Sound Canyon, located above the entry of the ruins. You should be able to open it with a right. Wait. Press down to play the wait. Alright, I guess I'll send you emails frequently. Okay, ja, schön, danke. Münzen.
Und hier kommen die ersten Gegner. Whip them apart. Da haben wir ein Gewicht bekommen. Das ist... ja. Wie er schon sagte, Gewichte sind auch wichtig in diesem Spiel, weil nur mit Gewichten kann man gewisse Sachen, also gewisse Schalter nutzen. Zu sagen, es wäre blind, ist nicht ganz richtig, aber es ist mehr... Au! So. Aber ich glaube, hier unten können wir uns heilen. Ja. Hallo? Spring richtig, danke. Wie gesagt, ich habe es angefangen zu spielen, aber ich bin nie sehr... Aua! Komm her! Ups, au. Ach ja, wenn man zu tief fällt, kriegt man auch Schaden. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe es mal angespielt, aber wirklich durch habe ich nie gespielt. Au. Ja, danke. Okay, machen wir das anders. Das sind übrigens Erfahrungspunkte. Ja, es gibt Erfahrungspunkte, allerdings das Aufleveln funktioniert ja ein wenig anders. Und zwar, wenn man ein Level Up bekommt, werden nicht die Stats verbessert, das sieht gut aus, ja. Gut. Sondern es passiert im Prinzip nur eins, man bekommt seine vollen HP zurück. Wo soll ich denn jetzt lang? Oh, 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 oh. Uff. Okay, ich renne hier gerade schon wieder im Kreis. Da. Aber was ich mich jetzt wundere ist... Sound Original. Weil das klingt für mich immer noch nach der Remake-Version und nicht nach dem Original. Okay, wir kriegen Geld. Damit können wir uns später auch andere Programme kaufen, weiß ich noch. Zack. Aber erstmal müssen wir hier weiter. Und irgendwo hinkommen. Ich weiß nur nicht genau wo. Erstmal wieder auffallen. So. So, ja, das ist natürlich jetzt schon ein kreativer erster Part, in dem wir nichts geschissen bekommen, weil ich nicht weiß, wo ich hier lang muss. Ah, ein Gewicht. Gewichte sind gut, wie gesagt. Hier ist ein Schild, das wir nicht benutzen können. Geht's hier weiter? Was bist du? Ich glaube, da sollen wir noch nicht hin. Aus der Luft gefangen mit der Peitsche. So, was haben wir hier? Legend has it that Argus, a monster with a blue body, is converted in eyes, is weak against the serpent staff. Okay, das Monster, was wir gerade gesehen haben, da brauchen wir den Schlangenstab. Au! Komm nochmal! So. Wo müssen wir jetzt lang, ist die große Frage. Hier unten waren wir, ja klar. Ich hab hier gerade ein bisschen Bammel. Hier runter. Au! Ja, das ist eine super Vorbereitung, aber wie gesagt, ich habe das lange nicht mit der Hot Spring in the Outskirts
Ja, das haben wir schon. Way to the altar. Die heiße Quelle haben wir ja schon gefunden. Die heilt uns ja. So, was ist hier drin? Ah, hier können wir Sachen kaufen. Wir haben allerdings nicht viel Geld. Ah, Yago Map Reader. You can save maps in the ruins with it. I'll take it. Okay, danke. Ja, ich weiß. So. Das können wir auch einfach aktivieren. Sind auch nur 100. Ah, hier können wir später mal speichern. Cheap, cheap. Get it there. Okay, was ist es? Ein Handscanner. Ah, damit können wir Steintafeln lesen. Dann nehmen wir das auch mit. Ah, hier müssen wir ja auch lang. So, was hat der mir schon wieder zu sagen? Das ist echt. Research is necessary. Ja, Forschungen sind notwendig. Ich bin's. Wenn du den Handscanner gekauft hast, solltest du ihn benutzen. To find out about all sorts of places. Um Dinge über alle möglichen Orte herauszufinden. Steintafeln lesen ist ein Muss. Aber du solltest auch natürlich Schutz scannen. Du solltest auch Skelette untersuchen und to mysterious objects. Über mysteriöse Objekte, ja, irgendwie so. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich, I gave a map of the area surrounding the village to a man long ago, but he still ain't come back. He might have died somewhere out there. Why don't you take a look at some of the skeletons? You might find the map. Okay. Also, wir müssen jetzt die Skelette untersuchen, damit wir... Ha! Damit wir eine Karte finden. Aha. Ja, da unten müssten wir lang, aber... Genau, ja. Ah. I got a map. And was looking... and I was looking at it as I walked. And then I fell and sort of died. Well, maybe it's not that funny. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir eine Map. Woohoo! Kiste geöffnet. Es gibt ja auch Steinplattformen, die man nicht benutzen darf. Wie öffne ich die? Hallo? Ich hab die doch jetzt... Hallo? Besiegen? Okay. Ich würde gerne die Truhe ist so offen. Oben nicht, unten nicht, links nicht, rechts nicht. Okay. Shellhorn! Was macht das Shellhorn? Boah, ich habe alles vergessen da. That shell fashioned into a horn. It plays a strange melody
when you solve a mystery in the ruins. Ah, okay. Also wir kriegen dann einen Hinweis darüber, wenn wir ein Rätsel gelöst haben. Das ist praktisch. Water beyond this point. Weaklings should turn back here. Okay, ich glaube, hier haben wir dann auch. Ja. Hier haben wir noch nichts zu suchen. Denn. Mit. Ah, ah. Ja, komm her. Denn mit schnellem Wasser können wir noch nicht umgehen. Werden wir wahrscheinlich irgendein Item für brauchen. Oh oh, das wird ein tiefer Fall. Egal. Wir leben. Danke. Und dir auch danke für die EP. Man kann von Leitern nicht abspringen, das ist interessant, gut zu wissen. Nein! Okay, wenn man einfach nur von der Kante runter geht, fällt der direkt senkrecht nach unten. Das ist gut zu wissen. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich das gespielt habe und durchgespielt habe ich es auch nie. Und ja, das ist irgendwie schon so... Eine Schande. Au. Okay. Damit sind wir in den Ruinen von La Mulana angekommen. Und ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da. Sagt mir Bescheid, was ihr von dem Spiel haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.